Karneval war das Motto des diesjährigen 11. Lehrlingsball der Vorarlberger Industrie. Knapp 4000 Ballbesucher fanden sich im Bregenzer Festspielhaus ein, um die Leistungen der diesjährigen Lehrabsolventen in einer rauschenden Ballnacht gebührend zu feiern. Die Lehrlinge haben ihre Prüfung erledigt, sind Lehrabsolventen, die sind erlöst. Die Lehrausbilder sind erleichtert, dass das gelungen ist, und die Chefs sind happy. Und das muss doch ein Fest sein, wenn alle einfach eine Gaude haben. Wertschätzung für die Lehrlinge ist ein Hauptziel des Lehrlingsballs. Diese Wertschätzung kam auch durch die Anwesenheit von zahlreichen Prominenten zum Ausdruck. Der Lehrlingsball ist schon ganz was Besonderes. In den 11 Jahren, das ist jetzt der 11. Ball seines Bestehens, hat er sich zu einem fixen Termin im Ballkalender geführt, und er ist der größte Ball im Land. Und wenn man das Programm sieht, das hier veranstaltet wird, dann kommt eigentlich kein Ball an diesen heran. Insofern ist er das Highlight des Ballkalenders im Jahr. Ich bin zum ersten Mal auf dem Lehrlingsball und ich bin begeistert. Ob es etwas Besonderes ist? Ja, es ist etwas. Er ist erstens größer wie die meisten Matura-Bälle. Er ist auch sehr professionell vorbereitet und das Programm ist wirklich spitze, also ein großes Kompliment. Also die Industrie ist hier sicher absolute Benchmark, bemühen sich die Betriebe, haben natürlich aufgrund ihrer Strukturen auch bessere Möglichkeiten, sprich Lehrlingswerkstätten und so weiter. Aber auch das Handwerkgewerbe, der Tourismus, der Handel, alle Sparten bemühen sich um diese Lehrlingsausbildung, weil wir wissen, dass Fachkräfte in Zukunft über den Erfolg des Wirtschaftsstandortes und des Landes überhaupt entscheiden. Und deshalb sind auch wir in der Kammer, natürlich mit Führung der Industrie, sehr bestrebt, die Ausbildung noch weiter zu verbessern, noch bessere Inhalte, Digitalisierung und so weiter zu implementieren, um wirklich die Zukunft zu schaffen. Und heute ist ein Fest der Lehre, es gibt noch mehrere solche, aber nicht solch große, wo wir auch den Lehrlingen das Gefühl geben, dass sie die Zukunft dieses Landes sind und dass nicht jeder studieren muss, sondern dass wir die Fachkräfte brauchen und dass diese Fachkräfteausbildung auch die Basis für ein gutes Leben ist in diesem Land. Wer viel leistet, soll auch viel feiern. Das führte zum diesjährigen Ballmotto Karneval. Neben exotischen Samba-Tänzerinnen stellten die Lehrlingsprojekte zum Thema Wagenbau einen unglaublich kreativen und unterhaltsamen Höhepunkt des Abends dar. Es ist ein Freudentag, nicht nur ein Freudenabend. Vor allen Dingen ein Erfolgsmodell, Lehrlingsball Nummer 11 der Vorarlberger Industrie. Mit einer sensationellen Teilnahme, mit ganz tollen Einlagen, selbst erdacht, selbst kreiert, selbst vorgetragen. Und ich bin mächtig stolz auf unsere Lehrlinge. Wir als Arbeiterkammer wissen natürlich, dass es wichtig ist, dass man Mitarbeiter gut ausbildet, oder? Wir brauchen gute Fachkräfte, und dort ist die Lehrlingsausbildung natürlich genau die super Ausbildung. Wir brauchen auch gute schulische Ausbildung, und die brauchen wir auch. Und die Wirtschaft braucht gute Facharbeiter. Also dort sind wir klar, Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer schaffen dort deshalb zusammen, weil beide davon profitieren. Und dort gibt es kein dazwischen, sondern dort muss man miteinander. Und das funktioniert in Vorarlberg. Die Hand der Personen kennen sie brutal gut. Also ich kann mit dem Hans-Peter gut und denke er auch mit mir. Und darum können wir da einfach die wichtigen Sachen miteinander im Ländle. Der Lehrlingsball war wieder ein Gemeinschaftsprojekt vieler sehr engagierter Partner. Diese ließen es sich auch nicht nehmen, am Ballabend die Lehrabsolventen so richtig zu feiern. Wir sind ja grundsätzlich einmal von Beginn an dabei bei dieser Veranstaltung, und ich glaube, das ist Beweis genug, wenn man das so über 10 Jahre hinweg begleitet hat, dass man den Wert dieser guten Veranstaltung auch erkennt. Ja, ich glaube, wenn man die Entwicklung der Veranstaltung selber mitverfolgt hat, dann sieht man auch, dass die Qualität nicht nur bei den Lehrlingen ist, sondern auch diese Veranstaltung im Speziellen auch betrifft. Beginnt bei der Location, bei den jungen Moderatoren und bei der Einbindung der Lehrlinge. Herzliche Gratulation den Veranstaltern. Jetzt macht sie das schon 11 Jahre lang. Ist das schon so Routine, dass das alles so ganz gemütlich von der Hand läuft, oder ist es schon immer noch ein bisschen spannend, was da hier alles passiert? Es ist durchaus spannend. Routine würde ich sagen, ist es noch nicht. Es gibt einmal eine gewisse Sicherheit, wenn man so eine Veranstaltung öfters abhält, und in der Größenordnung ist es durchaus immer wieder eine Challenge für das Team der Sparte Industrie. Aber dieses Wiederholen dürfen und diese Sicherheit, die da auch entsteht, gibt einem die Möglichkeit, auch Innovationen wieder auszuprobieren, bei jedem Ball was Neues zu machen. Und das genießen wir eigentlich richtig, dass wir was Neues machen können, auch Versuche starten können. Und so, denke ich, hat der Ball immer wieder was Neues, was Spannendes zu bieten. Und die Gäste sind üblicherweise
begeistert vom Lehrlingsball und ich hoffe, dass das auch in diesem Jahr wieder der Fall sein wird. Einen der vielen Höhepunkte des Abends bildete die Ehrung der ausgezeichneten Lehrabsolventen. In diesem Jahr haben insgesamt 455 Lehrlinge der Vorarlberger Industrie ihre Ausbildung in 41 verschiedenen Lehrberufen erfolgreich abgeschlossen. Davon 149 mit gutem Erfolg, 78 Lehrabsolventinnen und Absolventen haben mit Auszeichnung bestanden. Sie durften für ihre hervorragenden Leistungen den neu gestalteten Industrie Awards in Empfang nehmen. Die rauschende Ballnacht dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Auch Gäste von außerhalb zeigten sich von der Veranstaltung begeistert. Ich habe von dem Ball gehört und bin extra deshalb gekommen. Und wie gesagt, bin überwältigt, was ich gesehen habe. Und natürlich bin ich da, um mir anzuschauen, ob man das in Tirol duplizieren kann. In der Lehrlingsausbildung sind die Ausbilderinnen und Ausbilder bekanntermaßen erfolgsentscheidend. Ohne sie läuft gar nichts. In Kombination mit dem enormen Engagement der Unternehmen wird die Lehrlingsausbildung in der Industrie zum Erfolgsmodell. Von den Lehrlingen kann man ganz klar lernen, dass man nicht gerne als immer ganz ernst nehmen sollte im Lehrbau. Ich möchte für meine Lehrlinge lernen, vielleicht ein bisschen mehr in der Gegenwart zum Lehrbau. Facharbeiter braucht man überall. Und wenn sie da noch was dazu für sich tun, ist das natürlich spitze. Meinen Lehrlingen wünsche ich, dass sie nach der Lehrlingsausbildung als Facharbeiter Spaß am Beruf haben. Alle Beteiligten und nicht zuletzt die Organisatoren von der Wirtschaftskammer Vorarlberg freuten sich über eine fulminante Ballnacht und planen sicher schon den nächsten, den 12. Lehrlingsball 2019. Lassen wir uns überraschen.